Ja, ich stehe hier neben einem Rennfahrer meines Formats, neben einer Nürburgring-Legende wie Niki Lauda, mit dem Unterschied, dass er viel besser aussieht, neben Sir Helmut Dehne, Rekordhalter auf der Nordschleife. Wann sind Sie zum ersten Mal auf der Nordschleife gefahren? 1965. Und wie viele Runden haben Sie seitdem abgespult? Gute Frage. Mehrere tausend, aber wie viele, weiß ich nicht. Ich habe mal nachgerechnet, rein Rennen und Training habe ich so ungefähr 1600 Runden. Also rein Rennen. Und da fehlen Testrunden, da fehlen Spaßrunden, da fehlen Autorunden. Also es waren schon ein paar tausend. Wir sind jetzt zwei Tage hier am Ring mit Instruktoren. Wie lange braucht man, bis man den Ring begreift oder bis man hier normal fahren kann? Ja, ich sage immer, es braucht 100 Runden, bis man den Ring kennt und dann wird es gefährlich. Wie oft sind Sie schon gestürzt? Wenn ich so rekapituliere, glaube ich, dreimal gestürzt. Einmal 1970 beim Juniorenpokal, da hat es angefangen zu nieseln. In jeder Ecke lag einer und in der vierten, fünften Ecke bin dann ich gelegen. Was sind die schwierigsten Stellen? Ist jede Kurve schwierig oder gibt es da besonders heikle Stellen? Ja, sagen wir mal so, heikle Stellen an und für sich gibt es nicht, wenn man die Strecke mal kennt. Wenn man sie nicht kennt, gibt es viele heikle Stellen, weil oft, wenn man in der ersten Kurve einen Fehler macht, dann rächt sich das erst in der dritten oder gar vierten Kurve. Und also, man braucht halt eine Weile und wenn man sie dann drin hat, die Strecke, dann gibt es eigentlich keine Überraschungen mehr. Dann macht man halt Fehler, man ist zu schnell oder man fährt halt doch ein bisschen zu spät rein in die Kurve oder zu früh. Hauptfehler ist ja zu früh reinfahren. Spät ist eine alte Schule, muss man halt nicht immer und überall machen. Aber spät in die Kurven, in viele Kurven, nicht in alle, aber in einige Kurven spät reinfahren ist kein Fehler. Und wenn Sie diese Strecke mit der Isle of Man vergleichen, was macht Ihnen mehr Spaß? Mehr Spaß kann ich nicht sagen, mir macht beides Spaß. Gefährlicher ist eindeutig die Isle of Man, da gibt es keine Sturzzonen. Hier auf der Nordschleife sind die Sturzzonen gering, aber man hat immerhin eine Leitplanke. Die ist zwar für Motorradfahrer nicht so gesund, aber auf alle Fälle besser als Telegrafenmasten, Mauern, Telefonhäuschen und solche Dinge. Ich bin zweimal in die Leitplanken geflogen und bin unverletzt geblieben, weil man normalerweise im Spitzenwinkel in die Leitplanken fällt. Und dann ist die Verletzung nicht schlimm. Im Gegenteil, das bewahrt einem davor, dass man irgendwo einen Baum oder sonst was trifft. Gut, vielleicht beschreiben Sie noch kurz, was Ihre Funktion ist bei dem Motorrad-Action-Team. Beim Motorrad-Action-Team bin ich Instruktor, wie jeder andere auch. Es gibt Sonderfälle, wo ich mal nur einen einzelnen Kunden habe, der mich gebucht hat. Aber im Prinzip mache ich das Gleiche wie die anderen auch. As high as you can, as hard as you can, so hoch ihr könnt, so hart ihr könnt. Ganz hoch.